Ja, und nochmal kacken. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Hinter mir liegt ein Giga, der gerade gezähmt wird. Es ist ein Level 150er Giga und den möchte ich gerne bekommen. Und da arbeiten wir gerade dran. Der hat Primate im Inventar und er frisst sich gerade durch das Primate im Inventar. Und er hat jetzt, glaube ich, schon 82%. Und das heißt, er muss noch zweimal fressen. Dann haben wir diesen Giga sicher und dann können wir mit dem eine Tour machen. Und das hoffe ich, wird funktionieren. Wenn jetzt nicht irgendwie der Torbau fällt, während ich es nicht mitkriege und diese Anmoderation mache, die schon längst wieder viel zu lang ist. Moment, ich schau mal nach. Wie sieht's aus? Torpor steigt aber noch. Ich habe dem 2 Stacks Narcotics verfüttert. Und die Torpor steigt immer noch. Ich schieb dem trotzdem sicherheitshalber mal diesen Backup-Stack rein, den wir gerade noch geholt haben am Ende der letzten Folge. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das funktioniert. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob das funktioniert. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Wir werden es sehen, ob es funktioniert. Wahrscheinlich kriege ich es dann nicht mit, wenn der Torbau fällt. Weil ich irgendwie nur auf die untere Leiste gucke und nicht auf die obere. Ich würde es mir selbst so zutrauen. So. So, jetzt friss endlich mal hier nochmal. Komm, musst du noch zweimal fressen und dann bist du doch am Start hier. Dann haben wir dich doch. Komm schon. Iss. Los. Friss. Bedien dich aus deinem reichhaltigen Nahrungsangebot. Tu es. Du musst essen. Jeder muss essen. Aber warum kann ich eigentlich nicht mehr? Früher ging das doch. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr auf die Nase springen? Wieso geht das nicht mehr? Früher konnte man das doch. Jetzt kann man das nicht mehr. Verstehe ich nicht. Irgendwie ist die Hitbox komisch. Von dem... Ich versuche jetzt mal was. Ich versuche jetzt mal hinten aufs Schwänzchen drauf zu springen. Vielleicht geht das ja. Okay, da scheint er eine Kollisionsabfrage zu haben. 93%. Ja, hier hat er eine Kollisionsabfrage, aber er ist ganz schön am Zittern. Oh, hier stimmt wieder irgendwas nicht. Okay, komisch. Früher konnte man, wenn der betäubt am Boden lag, einmal komplett rüberlaufen. Jetzt kann man das nicht mehr. In der letzten Folge habe ich mich ja auch schon in ihm irgendwie festgebackt. Sehr merkwürdig, wenn ich das mal sagen darf. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Sehr seltsame Dinge passieren hier. Wie er schläft. Er muss jetzt noch einmal fressen, dann haben wir ihn. Mal an der Nase kitzeln. So, gucken wir mal. Ich stelle mich mal hier neben ihn und dann hoffe ich, dass er bald fertig ist. Mal schauen. Mal schauen, 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 mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vor allem bin ich mal gespannt, wie die Werte rollen. Auf welche, ja, Werte er dann Boni-Punkte bekommt. Auf welche Werte er vor allem die meisten Boni-Punkte bekommt. Also wir schauen uns nochmal die Werte an. 235% Mini-Damage, 80.800 Leben, das wird ja eh wieder reduziert. Und 403 Stamina. Ich hoffe, er bekommt Mini-Damage und Stamina. Das wäre natürlich sehr nice, wenn er das bekommen würde. Wenn ich Pech habe, rollt es in Food und ich kann es vergessen. Aber wenn es in Damage rollen würde, wenn er über 300% Damage hätte, das wäre cool. Das wäre nice. Das wäre sehr schön. Wie er am Schlafen ist. So, die Leiste, die unconscious Leiste, die fällt nicht. Das ist gut. So, jetzt friss noch einmal. Komm. Ich weiß, du willst es auch. Du willst es doch auch. Los. Dann kann ich dir den Sattel aufziehen. Ja. Ja. Ich habe einen Giga. Nice. Yeah. Wenn ihr Namensvorschläge für diesen Giga habt. Ey, wartet mal. Was heißt denn das eigentlich hier? Namensvorschläge. Ich hatte doch schon Namen mir überlegt. Moment. Da hat mir jemand auch gesagt, weil ich ihn so oft Schweinepriester genannt habe, soll ich ihn Schweinepriester nennen. So, ich hoffe, Schweinepriester ist ein Männchen. Ja, gut, alles richtig gemacht. Das wusste ich natürlich. So, also, erstmal Folgen abpfeifen. Und jetzt gucken wir uns mal die Werte an. 210?
Der hat ja jetzt weniger. Was ist das denn für ein Betrug? Und er hat keinen Stamina-Bonus gekriegt. Was für eine gemeine Unerhörtlichkeit. Das kann ja wohl nicht sein. Ist das jetzt echt so krass? Das ist ja heftig, ey. Das ist echt heftig, wenn ich das mal sagen darf. Da haben sie ja den Giga echt nochmal richtig genervt. Das habe ich alles gar nicht mitgekriegt. Stellt euch das mal vor. So, na gut. Ich habe ihm jetzt mal Stamina gegeben. Und dann geben wir ihm mal den Sattel. Kann ich dem eigentlich irgendeinen Skin auf den Sattel aufziehen? Bone Rex Kostüm geht nicht. Das geht auch nicht. Vielleicht mit Brille. Geht auch nicht. Kann man ihm gar keinen Skin auf den Sattel ziehen? Das ist ja doof. Irgendeinen Skin muss es doch geben, dem ich dem da draufziehen kann. Hier, Hasenohren. Nee, es geht auch nicht. Sind das alles Player-Skins oder was? Item-Skin. Habe ich gar keinen Dino-Skin? Ist ja doof. Geht nicht. Nee, das geht auch nicht hier. Wunderkerze geht auch nicht. Man kann dem Giga keinen Skin aufziehen? Sehr komisch. Seltsam auf jeden Fall. Ich lasse mal den Peter hier stehen. Der läuft ja nicht weg. Okay, ich frage mich auch echt, wo er da festgehangen hat. Weil ich kann jetzt hier einfach normal rauslaufen. Das ist schon seltsam. Also, der Canyon ist echt so ein bisschen so ein geheimes Zehmgehege auf jeden Fall. Und da hat er ein Level up. Ich gebe mal Stamina, ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich probiere es aber zwischendurch auch nochmal einmal mit Mili-Damage, weil mich mal interessiert, wie viel Prozent er da bekommt. Und jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt sind wir richtig gespannt. Ich weiß nicht genau, wo jetzt hier Gegner sind. Auf jeden Fall im Redwood irgendwo. Hier sind halt nur Petris. Hier spawnt halt irgendwie nichts mehr im Highlands-Biom. Also auch keine Alos mehr oder so. Die letzten Alos, die ich hier gesehen habe, waren die, die da in dem Canyon aufgetaucht sind. So, der Gallimimus ist hin. Aber er macht natürlich nach wie vor trotzdem noch einiges an Schaden. Okay, wenn man ihn auf Melee-Damage skillt, dann kriegt er zumindest einen kleinen Zugewinn noch. Ich skill den wahrscheinlich einfach abwechselnd auf Stamina und Melee-Damage. Ich glaube, das wird das Sinnvollste sein. Als andere wird wohl nicht viel Sinn haben. Aber Stamina kriegt er eigentlich auch nicht so viel, oder? Das lohnt sich eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig. Aber wenn ich mir angucke, wie schnell die Stamina hier runtergeht bei dem. Wieso friere ich eigentlich? Verstehe ich nicht. So kalt ist es doch hier gar nicht. Er ist schon verdammt langsam, wenn ich das mal sagen darf. Aber auch irgendwie cool, dass ich jetzt hier einen Giga habe. Bom. Bam, bam. Mal von außen angucken. Ja. Und nochmal kacken, genau. Und weiter geht's. Da ist ein Bronto. Der hängt fest, glaube ich. So, jetzt haben wir hier eine kritische Stelle. Ich muss aufpassen, dass der nicht irgendwie runtersegelt oder so und dann Schaden kriegt durch das Runterfallen, das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen ungesund, dann würde er nämlich ragen. Wieso hängt eigentlich dieser Bronto so halb in diesem Stein fest? Das müssen wir gleich mal hier auflösen, die Angelegenheit. Jetzt hat er sich befreit. Ja, Schweinepriester. Killt Brontosaurus. Nice. Braver Schweinepriester. So, so machen wir das jetzt. Wir geben ihm einfach abwechselnd immer Stamina, Midi-Damage, Stamina, Midi-Damage. Dann müsste eigentlich ein halbwegs brauchbarer Giga dabei rauskommen. Würde ich jetzt mal sagen. So, ich sehe die Pferde schon gar nicht mehr. So klein sind die jetzt. Sieht alles so miniaturmäßig aus. So, schön Stamina recken, ne? Wir wollen ja hier den Bronto in möglichst wenig Bissen wegsnacken. Frage ist dann auch, wo gehe ich dann mal hin mit dem Giga? Was kann ich mit dem dann mal machen? Ihr könnt ja auch mal ein bisschen Vorschläge machen, was ich mal mit dem Giga so machen soll. Wo ich mal hingehen soll.
Stirb. Jawohl. Und ein Level up. So, Stamina, Mini-Damage, Stamina, Mini-Damage. Genau. Wunderbar. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Werte angeht, aber ich glaube mal, diejenigen da draußen, die häufiger Gigas zähmen, die werden sich an diesen Umstand schon gewöhnt haben. Ich habe ja meinen letzten Giga... Gott, wann habe ich meinen letzten Giga gezähmt? Das weiß ich schon gar nicht mehr, so lange ist das her. Auf jeden Fall... Ja, ich habe diese ganzen Nerfs von den Gigas nicht so aktiv mitbekommen, weil ich ja meine Gigas auf The Island auch jetzt nicht so aktiv genutzt habe. Also da war ja auch schon das Problem, ich wusste ja gar nicht, was ich mit meinen Gigas überhaupt machen soll, außer immer mal eine kleine Tour über die Insel zu machen und alles platt zu machen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Weil sobald man halt einen Giga hat im Singleplayer, ist es halt schon so, dass man so eine Grenze erreicht hat, wo man halt schon keine Gegner mehr hat, wo es halt einfach... Wo eigentlich das Gelände der größte Gegner ist, wenn man halt irgendwo runterfällt und dann vielleicht der Giga ausrastet, wenn man nicht aufpasst. Ich gebe mal nochmal Stamina, das können wir echt am dringendsten gebrauchen. Dann kann er ein bisschen länger laufen. Da sind die scheiß Möwen. Aber wartet mal, genau, ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß jetzt genau, wie ich diesen Giga nutze. Hallo Möwe. Ah, 140er Ichthyornis. So sieht's aus. So sieht's aus. Wolltest du mich beklauen? Wolltest du mich beklauen? So, ich gebe den Level jetzt mal noch nicht. Ist es da ein Dodo da drüben? Ich glaube ja. Der schaut aufs Wasser. Den störe ich jetzt nicht. Man darf nicht immer nur die Dodos töten. Das darf man nicht. Muss auch mal andere Tiere töten. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Stamina laden, los! Boah, wie lange die auch lädt, ne, die Staminas. Voll krass. Viel zu lange. Okay, da kommt ein violetter Lootrop runter. Da möchte ich gerne mal reingucken. Aber erst nachdem ich diesen Diplo getötet habe. Komm her, Diplo. Los. Komm mal ein Stück zu mir rüber. Ich bin langsam. Komm mal auf mich zu. Also jetzt müssten doch bei dem Diplo eigentlich schon sämtliche Alarmglocken angehen. Los, stirb. Jawohl. Habe ich jetzt nochmal Level gekriegt? Okay, 2 Level. Einmal Mini-Damage und einmal Stamina. Aha. Und jetzt bewegen wir uns mal in Richtung Loot. Und holen uns den Loot. Weil wenn ich mit dem Giga, bei dem Stamina-Verbrauch, mit der Geschwindigkeit versuche, über The Island rüber zu laufen. Was heißt die Island? Ragnarok rüber zu laufen, so wie ich das mit den anderen Tieren bis jetzt immer so gemacht habe. Boah, das dauert ja 10 Jahre. Da bin ich ja in 10 Jahren fertig mit der Tour. Das gibt's ja gar nicht, ey. Das ist ein bisschen krass, wenn ich das mal sagen darf. Ein bisschen sehr heftig. So, jetzt machen wir mal hier diesen Loot auf. Und schauen mal rein. Bitte, bitte was Vernünftiges. Okay, Handschuhe, ja gut. Schuhe wären mir lieber gewesen. Und hier irgendein sinnloser Kram, den kann man wegschmeißen. Leider sind es fertige Handschuhe. Blueprints sind mir da immer ein bisschen lieber. Wenn ich nämlich das jetzt verliere, dann könnte ich das neu machen. Hier ist wirklich... Aber man muss mal echt sagen, im Vergleich zu der Zeit, wo ich den Dino-Spawn hochgedreht habe, ist jetzt hier echt wenig am Start. Also, ich muss, glaube ich, den Spawn wieder ein bisschen höher drehen. Weil das ist hier echt mager. Das ist so mager hier, was hier rumläuft. Aber gut, die Ragnarok-Spawns sollen ja auch jetzt irgendwie verpackt sein oder so. Ist schon ein bisschen seltsam. Das ist schon echt mega merkwürdig. Das ist mega, 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 mega merkwürdig. So, da vorne ist ein Galli. Den snack ich jetzt mal weg. Komm her. Das ist das einzige Futter, was hier rumläuft. Stirb. Sehr schön. So. Da, die geben wir jetzt noch nicht den Level. Den sparen wir mal jetzt. Da vorne ist ein Bronto. Der wird gleich weggeschneckt. Aber er macht natürlich nach wie vor immer noch sehr viel Schaden, der Giga, ne? Das darf man natürlich jetzt nicht irgendwie kleinreden oder so. Der Giga snackt so ein Bronto mit 3 Bissen halt weg. Das ist kein Problem. Also so schlecht sind die Werte jetzt nicht. Aber sie sind halt
wenn man weiß, wie ein Giga früher war, was der früher konnte, ist es halt schon ziemlich krass, wie sich das verändert hat. Okay, der Bronto hier hält aber einiges mehr aus, merke ich gerade. Der hält hier dann doch einiges mehr aus. Hä, wieso habe ich jetzt den Kill nicht gekriegt? Habe ich den Kill nicht gekriegt? Da stand überhaupt nicht, yo, Giganotosaurus has killed. Sehr seltsam. Okay, aber wir geben das, 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 das. Nice! Und da vorne sind, ah, warte mal, hier sind Tötungswillige. In meinen Mund. In meinen Mund. In meinen Mund. Haha. Warum bin ich jetzt überladen? In meinen Mund. In meinen Mund. In meinen Mund. Und du auch, hässliches Vieh. In meinen Mund. In meinen Mund. Und die Spinne auch. In meinen Mund. Jetzt habe ich hier ganz viel Zeug aufgesammelt. Muss, glaube ich, mal beim Giga hier dieses Victim-Item Harvesting mal ausmachen. Sonst habe ich hier nur Probleme. Sonst habe ich hier nur Zeug, was ich nicht aufsammeln möchte die ganze Zeit. Sollte ich mal tun. Wartet mal, ist es hier gerade safe zum Absteigen? Harvest Settings. Disable Resource Harvesting. So. Jetzt ist der nämlich ständig überladen. Okay, also Stamina, Midi-Damage, Stamina, Midi-Damage, Stamina. Jawohl. So. Da sind noch Opfers. Opfers zum Töten. Oh, warte mal, der Giga kann an sich eigentlich mal kacken. Leg mal einen Haufen, dann kann ich mir den Kackerkäfer noch zähmen. Schnell. Komm. Drück mal was ab, komm. Ja! Nice, okay. Sauber, wo ist deine Kacke? Hä? Wo ist der Haufen? Ah, da. Im Fuß. Nein! Ich mal ein Stück nach vorne. Gott, ich muss ja voll aufpassen, dass ich nicht jedes Mal sterbe hier, wenn ich runterfalle. So, wo ist der Kackerkäfer? Wo ist er? Da ist einer. Da ist auch einer. Was bist du für ein Kackerkäfer? Level 50. Und du? Was bist du für einer? Du bist Level 15. Hm, ich nehme mal den 50er, weil der kann, glaube ich, dann ein bisschen mehr ins Inventar nehmen. So, schön vorsichtig. Ah, Moment, ich muss die Kacke ja auch noch auf den richtigen Slot legen, wie er sich in der Leiche versteckt. Okay, mein lieber Kackerkäfer. Du stehst nämlich noch auf der Liste, mein Freund. Fikes, jawohl. Kann ich den auf die Schulter nehmen? Ach scheiße, der ist ja jetzt hier... Warte mal, du bleibst mal da stehen. Dungbeetle. Hä, was macht der? Okay. Nein, das sollst du nicht machen. Hör auf. Lass das. Sitz. Gott. Hoffentlich kämpfen die jetzt nicht gleich noch miteinander hier. Oh Gott, da hinten sind Skorpione. Nee, warte mal. Wir müssen dich mal versuchen mitzuziehen. Auch wenn das jetzt ein bisschen langwierig ist, die Aktion. Aber das muss jetzt leider sein. Nicht, dass der Kackekäfer hier zurückbleibt und gefressen wird. Kommst du? Komm, Kackekäfer, los! Komm! Lauf! Warum läufst du nicht? Warum machst du das nicht? Ach Mann! Sturer Bock! Kann nicht wahr sein. Okay, warte, ich... Wo ist er denn jetzt? Warum steht er denn da rum? Ah, ich kann den doch in die Hand nehmen. Ich kann den doch aufheben. Hoffentlich kann ich das auch, wenn ich Yamata auf dem Rücken habe. Ich kann den doch in die Hand nehmen hier. Hä? Wieso kann ich den nicht mehr in die Hand nehmen? Ach, der ist überladen. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich helfe dir, ich helfe dir. So, jetzt. Kann ich ihn jetzt nehmen? Nee. Warum kann ich den nicht aufheben? Mann, scheiße. Aber jetzt kann er wenigstens wieder hinterherlaufen. Los, komm. Beweg deinen saftigen Käferpopo. Ja. Immer schön auf Kurs bleiben. Genau so. Denn da hinten kommt nämlich der blöde Skorpion. Der sollte ich möglichst nicht essen. Genau so, mein lieber Kackekäfer. Immer schön mir nach. Immer schön hinterherkommen.
An der Stelle ist jetzt erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Und dann werde ich nochmal eine kleinere Tour mit dem Giga unternehmen. Ich wollte mir auch noch ein Riesenfaultier zähmen. Vielleicht mache ich das einfach mit dem Giga zusammen. Mal schauen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.